Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Kronos zum dritten und hoffentlich zum allerletzten Mal erledigt. Und ja, wir haben gesehen, Beasley ist mit Elle vor diesem Ding da gewesen, das 999.000 anzeigt, oder? Ja. Und Kronos hat die beiden eingesperrt, damit sie irgendwie zu Katalysatoren werden und so. Und wir gucken mal einfach, was jetzt passiert. Ja, yeah, give me the sticks for the win. I've grown stronger still. I've got to get stronger. We have no limits. So. Mal gucken, was jetzt passiert. Hoffentlich geht's alle gut. I won't accept this. You will not inflict agony upon Origin any longer. Bitte sag mir nicht, ich muss noch mal gegen ihn kämpfen. Ja, wenn diese Musik anfängt. Matt. Matt. Don't bother. Your mastery of time and space is useless against the power of Origin's void. That means the girl is... Correct. The true key of Kresnik. This cannot be... Trial's over. Humanity wins! Warum bist du einfach allein abgehauen? Ich habe doch versprochen, dass ich komme. Oh Mann, wehe, die stirbt jetzt. Ja, versprochen. Your strategy hinged on the girl? You're a smaller man than I thought. I did what was needed to defeat Kronos. At the very least, this tragedy will not be in vain. With my wish, I shall rob the spirits of their will, creating a world solely for humans. What makes you think Origin would agree to that? Origin has no say in the matter. The trial itself is a spirit mark, spawned from the pact between the progenitor Kresnik and the great spirit Origin. As long as the pact's conditions are met, Origin will be compelled to use his power. Give it up. She's beyond saving now. Of course, you could always wish away her. No! We have to get rid of the fractured dimensions! Ah, yes. And Origin can grant only one wish for one person at a time. I suppose one way to save her would be for me or Uber to turn into a catalyst before she does. That would be the millionth catalyst, the magic number. And all transformations in progress would be canceled. Of course, that also means humanity fails the trial, and the world comes to a bitter end. Please, push away the fractured dimension, so that Luger won't disappear. Oh man, nein. Bitte wünscht die Splitterdimension weg. Ich werde mir wünschen, dass L gerettet wird. Beasley, ich werde nicht zulassen, dass euer Wunsch wahr wird. Oh Mann! Ist das nicht beides das Gleiche? Beasley will sich doch wünschen, dass es. Boah.
Soll ich jetzt den Wunsch von L ignorieren oder? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, die rechte Wahl, oder? Das ist klar, natürlich will ich auch L retten, aber. Ah. You can't be serious. Hab ich schon wieder was falsch gemacht, ey. Was? Oh nee. Oh Mann. Das haben wir aber nicht, ich kämpfe alleine, ne? Wollte schon sagen. Oh, das wird wahrscheinlich der allerletzte Kampf sein, ne? Er geht mit seinen Fäusten auf uns los. Wieso können wir Whisky von ihm klauen? Was? 15.380? Du kannst nicht so schlimm, weil die Kronos, du kannst halt einfach nicht. Du kannst nicht so schlimm sein wie Kronos, du kannst es einfach nicht. Eva. Ja, du bist schnell, ey. Du kannst einfach nicht so schlimm sein wie Kronos. Oh Gott. Er hat gerade 80.000 abgezogen, oder bilde ich mir jetzt hier nur ein? Gemacht, Elise. Jetzt brauche ich Hilfe. Warte. Falsche Wache. Hilfe. Hilfe. Aua. Kann mir jemand helfen, bitte? Oh Mann. Der wird sehr wehtun, oder? Aber der kann nicht so schlimm sein wie groß. Wir haben schon 40.000 abgezogen, das geht schon. Jetzt komm her. Ich ball einfach immer das hier. Weißt du, wie oft eigentlich hier ein Overlimit bekommen wir noch? Bis jetzt gibt er uns ja immer nur mit der Faust eine, das ist ja gut. Aha. Oh nein. Kein Risiko, lieber. Ich glaube, wird da wohl hoffentlich genug wehtun für den. Sehr gut. Ich habe seine Dings abgeworfen, sehr gut. Das war schon wert. Boah, ich glaube, Gaius als Partner ist gar nicht mal schlecht.
Mal her. Meine Güte, wir haben den voll gekettet. Jetzt nicht mehr. Weil der ist bis jetzt viel einfacher als Kronos. Das ist mir zu verdächtig. Da kommt noch irgendwas dahinter, oder? Ansonsten ist das verdammt einfach. Bis jetzt kann ja noch alles möglich passieren. Das kann er ja auch jetzt Zeit zurückdrehen, was richtig kacke wäre. Oh Mann. Ja, läuft gut. Wir haben ihn jetzt voll im Griff gerade. Hat er eigentlich auch eine Wüste gerade eingesetzt schon? Hilfe! Oh ja, hat er. Autsch! Nein, der hat unser... Okay, da ist noch... Dingens. Ist noch, halb voll wieder. So, jetzt lass mich überleben. Ich mach's mir gern Strich durch die Rechnung, aber egal. Ist halt auch falsch. Komm mal her. Jetzt kommt der hier wieder. Pink Power! Wie viel? Das hat 130.000 abgezogen. Was? Wie bitte? Au, Gaius. Nein. Hilfe. Oh, warum immer ich? Oh. Was? Was ist los? Wir waren noch am Gewinnen. Julius's soul to build the bridge. You really killed Glasses guy? With one poor decision, you instantly made everyone's death meaningless. Your brother's death. Your own death. Daddy's pocket watch! Lugay! Even her death. Lugay! Curse you two! Oh Mann. Kann mir eigentlich einer sagen, warum der immer noch in seinen Dings ist, ey? Der ist immer noch in seinen Komatos. Ja, das ist ja vollgebracht. So ein Dreck, Hilfe! Das ist überhaupt nicht gut. Der ist mich auf den Arm, der hat ja gar nichts gebracht. Der hat mich zerstört. Ja, toll, jetzt geht der ganze Tag nochmal los. Au, Hilfe. Ja. Jetzt ist die Musik awesome. Aber jetzt geht er wahrscheinlich erst richtig ab, ne? Gaius. Ja toll, die Verwandlung hat ja echt gebracht, finde ich. Wir waren sofort tot. Geil. Sofort wieder zurückverwandelt. Auf damit! Au! Komm schon! Oh,
bin wiederbelebt, okay. Au. Aha. Fand ich jetzt gerade ein bisschen doof. Warte, wenn ich mich das nächste Mal verhandle, bist du dran. Elise, danke. Oh nein, Elise, Hilfe. Und deswegen nimmt man Elise mit, genau. Außer wenn Ludger wieder bescheuert ist und sie angreift. Und ja, das war geil. Ich könnte vielleicht mal irgendwie so Dingens einsetzen. Ach, wieder Auferstehung hat wahrscheinlich vorhin geklappt. Au! Au. Nein. Warum habe ich keine Omega-Elixiere wie im letzten Teil? Oh, geh weg, du. Oh, sehr gut, Elise. Oh, scheiße. Ma. Das funktioniert so nicht. Aua, Hilfe. Willst du denn? Nein, nicht auf Elise. Du musst wiederbeleben. Mein Gott, Gaius kann den voll aufhalten. Nix da, Mann. Stallen. Funktioniert wunderbar. Sehr gut. Hat irgendwie geklappt. Sehr gut. Oh mein Gott. Der haut die immer sofort weg. Das ist geil. Ey, ich muss Elise am Leben halten. Hallo? Auf damit. Oh Mann. Nein, Mann. Hör auf sie loszugehen. Ey, ich kann halt nicht mehr schaffen, wenn er so weitergeht. Ja, gut. Geil. Verloren. Ma. Aber ich muss den ganzen Kampf jetzt wiederholen. Wie die ist tot. Ey. Was ist das denn? Ja. Dann nehme ich mal an, wir sind wieder in der zweiten Phase, ne? Bitte. How dare you? So, komm her. Ich hau dir auf jeden Fall noch ein bisschen Schaden rein. Nur ein paar HP abziehen hier. Okay, jetzt kommt wieder der schwierige Part. Ich überlege gerade, ob ich in alles Teile einsetzen soll. Komm mal her. Außerdem sollte ich mein Dings wieder schön füllen. Da, hör auf damit. Da werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Hier, Dingens. Boah, ja, was meine Verwirrung hier aufhebt. Das geht mir langsam auf die Nerven. So, komm mal her. Boah, ey. Der ist schon übermenschlich stark wieder, der Typ. Jetzt geht er schon wieder irgendwie. Ja, vorhin war der richtig böse. Ah! Ah! Auf damit! Der macht einfach mit einem Schlag alle weg. Was wieso nicht? Boah! Hör auf damit! Der haut die einfach mit einem Schlag weg. Ah. Glaub bloß nicht, ich bin als Spam schon langweilig geworden. Geh weg. Boah, ey. Der haut. Ey. Nein, wie kannst du es wagen? Und wir sind alle tot. Was zum Teufel? Der haut uns mit einem Schlag weg. Ey.
How dare you! Nein, das war doch. Muss alles Teile einsetzen, ey. Sonst haut der. Boah. Sonst haut er uns immer mit einem Schlag weg. Der hat schon wieder. Boah. Okay, wer hat hier ein Item eingesetzt? Was zum Teufel? Oh. Verdammt. Hab ich den Itemverbrauch gestellt. Da, wiederbleiben, bitte. Oh, und der verwirrt uns die ganze Zeit. Das ist ja auch noch geil. So, jetzt müssen wir ihn doch irgendwie schaffen, oder? Jetzt wirklich nichts anfällig oder nichts resistent. Jetzt muss ich den mit alles Teiler hier erledigen. Super. Wird überhaupt nicht lange dauern. So. Das könnte ein bisschen dauern. Der... Ah! Ey. Kannst du dich immer zurückverwandeln, ey? Das ist doch nicht normal, dass der so lange im Komatus ist. Ich hab auch... Keine Ahnung, mich mit boah, wie heißt der Typ? Ich Kronos Origins oder mit der Uhr Taschen wurden irgendwie Pack geschlossen und so. Mein Ding ist auch nach ein, zwei Schlägen weggegangen. Warum bei dir nicht? Nix da. Super. Okay, wird aber lange dauern. Hilfe. So, jetzt kriegst du aufs Maul. Nein, jetzt krieg ich aufs Maul. Oh. Das ist Wagen. So, komm mal her. Es kommt wahrscheinlich nur 70.000 Schaden, ne? Verdammt. Warte, bis ich wieder im Komatus bin, ne? Verdammt, ich bin mit Dings verbunden, deswegen. Wieder. So, dich haben wir aber gleich. Oh, gut ausgewichen. Boah, jetzt haben wir dich, komm mal her. War her, ne? Verdammt! Kannst du es wagen, hinter mir zu stehen? Ohne den alles Teil hätte ich ihn aber überhaupt nicht erledigt. Bekommen, ey. Aber jetzt gleich nochmal Komatus-Dingen. Und dann. Oh nein, geht bloß aus dem Weg. Boah, geh mir bloß aus dem Weg. Nein, geh weg. Geh weg. Stell dein verdammtes Ding wieder ab. Danke. So, muss ich jetzt warten, bis er 4 irgendwie erreicht oder so? Ich weiß nicht. Ey, was? Wie ist denn das passiert? Sehr gut. Vor allem, wie der uns beide kaputt gehauen hat, ey. So, ich kann jetzt entweder Dingens einsetzen. Oder weiß ich nicht. Ich warte mal, bis der Komatus voll ist. Versuch da mal mein Glück. Nein! Nix da. Ich hoffe nur, die anderen setzen jetzt kein Ding jetzt ein. Ja, manchmal kommen so Momente da. Haben wir den voll Möhre und nein. Ey. Jetzt muss ich mit dem Quatsch erledigen. Jetzt macht Gaius ihn fertig, oder was? Wie kannst du das wagen? Na warte, der gehört mir.
Zwar nicht in der allerletzten Form, aber egal. Auf Wiedersehen! Beastly! Bams! Ja, oder so. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen auf ihn... What? Ich glaube, ich hätte noch auf ihn ein bisschen rumkloppen können, aber egal. Na gut. Dann würde ich sagen, ich mache hier noch einen ganz kleinen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der letzten Folge von... Ne, nicht letzten Folge, aber im Finale von... Ne, auch nicht. Im Ending von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.